Hey Leute, willkommen zurück bei Murder So Suspect, zurück in Salem. Und wir versuchen mal hier mit an den Eierkopf irgendwie vorbeizukommen. Vielleicht kann ich da auch einmal rumgehen. Ja, das Leben kann so einfach sein. Ich mache mir Kopf. Naja, gut. Nehmen wir nochmal eine Zwangsjacke zum Einsammeln. Nummer 2. Mäuse huschen unter Kranke. Der Tür durch, in kleine Risse hinein. Es ist alles nur Konzentration und Disziplin. Ich habe genug Zeit zum Üben. Aber ich glaube, wir müssen trotzdem die Männer beeinflussen, weil John ist ja auch vorbei. Die vielleicht was Interessantes? Es reicht. Nerviger Arzt, Pillen, Messer. Auf zur Hütte. Sofort. Warum heißt das Antifrost, wenn es Überhitzung verhindert? Ich denke mal, wir müssen Josh schon mitnehmen, aber das ist eine Dusche. Nicht nach der Seife bücken, Leute. Ah. Geh weg. Wirklich? Geh weg. Ja. Will uns nicht hier haben. Also über das Ding kommen wir definitiv nicht drüber. Da müssen wir mit Joy gehen. Okay, dann versuchen wir doch mal, die Kleine mitzunehmen. Wahrscheinlich muss ich die Männer mit dem Fernseher ablenken. Wo ist die eigentlich? Wo bleibst du, Mädel? Doch alleine machen, das ist ja gut so. Jetzt ist hier wieder zu. Bescheid. Reicht das schon? Muss ich das sagen? Hallo, komm schon mit. Hey, kommt die nie mit? Ich weiß nicht warum, Leute. Ist mir vielleicht wieder einen Bug aufgesessen. Mensch. Ist aber auch. Irgendwie stehe ich gerade auf dem Schlauch, Leute, aber gescheit. Ich doch selbst allein weiterkommen. Untersuche die Einsatzzentrale. Okay. Was? Derzeitiges Spiel. Hä? Leute, ich bin verwirrt. Okay. Vielleicht komme ich doch drüber. Nee, da lassen sie mich definitiv nicht durch. Die Wand? Nein. Geht auch nicht. Irgendwas triggert hier nicht, Leute. Komisch.
hinten ist noch irgendwas. Da kommen wir nicht rein. Und mit Joy kann ich nichts anfangen. Das ist irgendwie... Aber es stimmt nicht. Was übersehen? Das ist die Rezeption. Da hab ich was übersehen. Klatschartikel Nummer 1. Ein bizarrer Tod in der psychiatrischen Anstalt von Lax Athena oder so. In Salem steht vielleicht in Verbindung zu einer Mordserie in der Stadt. Eine Quelle bestätigt, dass die Patientin tot aufgefunden wurde. Erdrosselt mit einem Betttuch. Es mag der erste Mord dieser Serie sein, in so einer sicheren Einrichtung stattfindet. Das heißt, niemand ist sicher. Nirgendwo, sagt eine verängstigte Frau, die direkt mit einem Zeugen sprach. Ich habe gehört, an ihrer Zimmerwand waren alle möglichen Zeichnungen und Glocken. Das Glockensymbol war vielleicht dabei. Ich bin mir sicher, es war es. Okay. Hier vielleicht irgendwas über sie? Auch nicht. Leute, ich hier rum. Wir sehen uns mal an dieser Stelle wieder, wenn ich was machen kann. Ich versuche den Spielstand nochmal neu zu lernen. Bin gleich wieder da. So, zurück. Und mir scheint, ich habe was übersehen. Und zwar das gute Ding da oben. Kamera. Jetzt kann sie weiter. Iris erhält in 15 Minuten eine Schocktherapie. Du meinst, wir braten dein Gehirn Schocktherapie? Oh, scheiße. Oh, scheiße trifft es. Los, gehen wir. Noch eine Kamera, mach schon. Wo denn? Ah, da. Na, siehst du die Kamera? Oh, du bist unsichtbar, ich nicht. Hilf mir. Der stand zum Beispiel vorhin auch noch nie da. Spinnt die Glatze schon wieder? Ein Kopf wurde ermordet? Heute Nacht? Du versteckst die Scheiße, Mädel. Na, jetzt komm. Bloß die Kamera nicht wahrgenommen, weil ich nicht gehört hatte, was, dass sie das gesagt hatte. Ja, jetzt wisst Bescheid, Mädel, ne? Du bist dran, Kleine. Ich muss Besitz von dir ergreifen, um da vorbeizukommen. Nein, oh, ich hasse das. Lass sie nie du kannst einfach weitergehen, allein auf dich gestellt. Oh, na gut. Weißt du, was diese Hände sind? Hat aber in seinen Rollstuhlputzdienst nicht richtig ernst genommen. Nein. Was jetzt? Okay, geh weiter. Geh zu Iris Zimmer. Nein, nein, wir bleiben zusammen. Joy, wir haben keine Wahl. Wir treffen uns dort, sobald ich weiß, wie ich hier vorbeikomme. Los! Los! Station für Irre würden die nie schreiben in dem Sinne. Ah. Versiegelt.
Nö, so versiegelt ist das gar nicht. Also nicht für uns. Hier könnte echt mal einer aufräumen. Dämonen? Nein. Erstmal keine. Das hat schon was Silent Hill-mäßiges hier. Dämonenteppich. Okay. Aber keine aktiven Dämonen. Zumindest noch nicht. Na, lassen wir mich nicht drauf. So, auch nicht, wie es aussieht. Nein. Ich lass mich einfach mal fallen. Genau, du sagst, das ist ein Mautz. Ich habe dich noch nicht gesehen, aber gedacht habe ich es mir, wo ich den Durchgang gesehen habe. Und ja. Dann habe ich das Mautzen vernommen. Ist das neblig wabrig? Ist denn Kitty? Ich sehe sie echt gerade nicht. Hä? Mietz, Mietz, Mietz. Da. So. Okay. Nö. Steht die Geistersicht da? Ja, kann ich. Nein. Wie viele haben wir denn? 3 Stück. Super. Erste Sahne. Lass mal gucken, dass ich überhaupt irgendwie runterkomme. Ein Knopf zum Jauen, ist es nicht herrlich? Ah! Jut. Dankeschön, Miss Kitty. Versuche mich erstmal der Jungs zu entledigen, ist ja klar. Ne? Wo stecken die? Da ist einer. Ach, alle ganz schön nah beieinander. Nicht so prall. Ich glaube, das ist einfach umschleichen die sinnvollere Alternative. Diese Teile sind nicht meine. Wo bin ich? Arbeiten Sie hier? Zeigen Sie etwas Gnade. Aha. Ich wünschte, ich könnte helfen. Tut mir leid. Fehlt jetzt auch gerade der Marker, wo ich hin muss. Das ist natürlich auch ein bisschen doof. Ja, super. Okay, haben sich wieder beruhigt. Hm, kenn ich.
Vielleicht reicht's. Nein, es reicht nicht. Ich würde die gerne ausschalten, weil ich will doch ein bisschen Ruhe haben. Mist, das ist scheiße. Stehen aber auch so weit von nah beieinander. Na, warte. Das ist ein Hammer. Number 2, ja. Komm, dreh dich um. Und Schicht im Schacht. Hallo. Noch einer. So. Dämonen besiegt. Ich muss mich erst mal ein bisschen beruhigen. Wir sehen uns im nächsten Part wieder. Ich danke euch fürs Dabeisein. Hat ja ganz gut geklappt. Bis zum nächsten Mal. Ich bin raus.